der Zug fährt jetzt ein und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir uns gleich noch einen Sitzplatz sichern können hier. Ich weiß nämlich nicht, wie voll der Zug ist, ob wir da noch einen Sitzplatz gleich bekommen, aber das werden wir jetzt mal gleich sehen. So, jetzt mal rein in die gute Stube und mal schauen, ob wir hier noch Sitzplätze bekommen. Aber ja, das sieht ganz gut aus. Hier ist es jetzt gerade nicht so voll. Aber gut, ist auch noch früh am Tag. Wir haben es jetzt gleich 10 Uhr. Das Ticket hier pro Person ohne Sitzplatzreservierung ist übrigens unglaubliche 8,30 Baht. Das sind ungefähr 20 Cent. In dem Zug gibt es auch einen Schlafwagen und ein Restaurant. Und wir werden mal eine Stunde lang mit dem Zug jetzt heute mitfahren. So, wir beginnen mal mit dem kleinen Rundgang. Als erstes zeige ich euch mal hier die Toilette in diesem Waggon. Ja, sieht auch böse aus. Ja, leicht schmutzig, aber zumindest aus Edelstahl, aber hat auch schon ein bisschen gelitten. Ne? Dreckig an rechts und links Klopapier, kleines Loch im Boden. Ja, andere Seite Waschbecken. Es hat auch die besten Zeiten hinter sich. Aber zumindest kann man das Fenster aufmachen hier, falls es mal extrem stinkt. Ja, so fängt es schon mal an. Das ist schon mal der erste Eindruck hier von der Toilette hier im Zug. So, auch während der Fahrt sind übrigens die Türen offen. Nicht nur eine, sondern die vom gesamten Zug sind die Türen hier alle offen. Ja, es ist ja eben warm draußen, ne? Muss nur ein bisschen frische Luft rein. So, hier sehen wir nochmal die chinesische Variante von der Toilette, die hier im Zug ist. Hier im nächsten Wagen wieder eine offene Tür. Das hier ist jetzt der Waggon für die reservierten Plätze, also die Leute, die im Voraus gebucht haben, mit einem festen Sitzplatz. Wieder geöffnete Tür während der Fahrt. So ist die Verkabelung hier vom Zug. So oben hier. So, kommen wir mal hier jetzt zur ersten Klasse. Wie man hier sieht, schön gepflegte Ledersitze mit Steckdosen an der Seite zum Laden von Geräten wie zum Beispiel Mobiltelefonen oder Laptops etc. Ne? Jetzt kommen wir zum Schlafwagen, auch mit komfortablen Einzelsitzen hier und dann natürlich oben drüber hier die Betten, weil es ist ja der Nachtzug, der aus Bangkok kommt und der fährt natürlich etliche Stunden und dann kann man sich hier eben mal hinlegen und die Nacht ein bisschen schlafen, dann dauert die Fahrt auch nicht so lange und man steigt morgens dann eben entspannt an seinem Zielort wieder aus. So, hier ist jetzt das Bordrestaurant. Macht auf den ersten Blick, nicht so wirklich einen schönen Eindruck, aber na gut, also ich habe es nicht ausprobiert. Also jetzt vom Essen her habe ich es nicht ausprobiert, weil dafür bei uns jetzt die Fahrt zu kurz war. Wir sind ja nur eine Stunde unterwegs gewesen mit dem Zug. Insofern hat sich das jetzt nicht ergeben. Ich kann also nicht sagen, ob das Essen hier in Ordnung ist, gut ist, schlecht ist. So, hier haben wir noch zwei Kaffeekannen, heißes Wasser und einmal Kaffee. So, das hier wird wohl der Smoothie sein, hier der Küchenmeister hier, der das Essen zubereitet. Der macht gerade die Spüle sauber.
So, so sieht es jetzt hier hinterm Tresen aus. So, das ist jetzt der Übergang, wo die beiden Waggons immer zusammengehängt sind. So, die Dame hier braucht ein bisschen mehr frische Luft. Die sitzt also gleich direkt in der Tür während der Fahrt. Ja, hat ein bisschen was zu essen dabei. Nein, also das ist eine, die hier wohl die so Sachen im Waggon an die Fahrgäste verkauft, so ein paar Snacks und sowas. Jetzt sind wir an unserem Zielbahnhof angekommen und werden gleich mal aussteigen. Aber auch das Aussteigen, das ist wirklich schon ein Erlebnis. Das werdet ihr gleich nochmal sehen. Was hier raus? Gut. Okay, mitten in der Landschaft wirst du rausgelassen hier. Oh, oh, oh. Okay. Nicht schlecht. Ist gut. Super. Also hier gibt es keinen Bahnhof, ihr wirst mitten in der Landschaft oder irgendwo rausgelassen. Okay, na gut, warum nicht? Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Hier vor uns. They know we are here now. Gut, wer ist so wie ich hier? Ja. So, der Zug fährt weiter. So, wir gehen jetzt zum eigentlichen Bahnhof wieder ein Stückchen zurück. Der Bahnhof ist so klein und der Zug ist zu lang, sodass wir im Prinzip mitten im Grün aussteigen mussten und jetzt ein Stück zurückgehen müssen zu dem eigentlichen kleinen Bahnhof. Sonst ist der Bahnhof nicht schlecht. Schön gemacht hier. So, das ist die Station hier von innen, wo alles gesteuert und geregelt wird. Ja, und hier schreibt er das auf. Wann welche Züge kommen, welche Weichen er gestellt hat. Das ist alles mal richtig alt. Oh, das ist wohl die Elektrik hier. Sieht alles ein bisschen abenteuerlich aus. Hallo. In diesem Schrank hier. Also diese beiden grünen Apparate sind sogenannte Tokenmaschinen. Und das gewährleistet, dass die Strecke frei ist, dass der Zug fahren kann. Das wird so geregelt, dass hier dann ein Zettel reinkommt und dem Lokführer übergeben wird, dass er weiß, dass die Strecke frei ist. Das ist natürlich eine echt antike Technik. Aber hier ein bisschen modernere Sachen gibt es auch noch. Hier ist noch ein Computer. Aha. Netzwerk. Okay, aber das meiste ist sehr alt. Und wird noch von Hand bedient hier. Also mit diesen Sachen hier, mit Seilzug, bedient man die Signale für die Züge hier auf den Gleisen. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier sind dann die Umlenkrollen, wo die Gleise, oder ja, nicht die Gleise, wo die Signale mit gesteuert werden. Die sieht man hier. Ich mache euch das mal ein bisschen näher ran. So, diese hier, die werden damit gesteuert. Die kommen dann hier unten von dem Signalhäuschen raus.
So, hier ist das Signalhäuschen. Und dann kommen die hier unten im Boden, gehen hier durch und kommen hier unten raus. Hier. Und hier. Damit wird hier alles noch manuell gesteuert, auch in dieser Richtung. Ja. Hier kann man das sehen, ich mache es mal ein bisschen näher ran. So, ja. Diese Sachen oder auch ganz hinten die Signale. Sieht man nochmal die Drähte, die hier direkt an diese, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, an diese, ja, Geräte hier rangehen, ne? Streckenkontrolle. Das war es mal wieder für heute mit unserem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da, damit ihr keine Videos mehr von uns verpasst. Bis dann, ciao, ciao.